Willkommen zurück bei PlayerUnknown's Battlegrounds. Weiter geht's, Runde 2. Ich habe jetzt die Webcam mal nach links oben verschoben. Ich hoffe, dass die jetzt dort nicht im Weg ist. Vielen Dank für den Hinweis aus der ersten Folge. Ich habe das überhaupt nicht bedacht, weil ich während der Aufnahme mir selber meine Webcam nicht anzeigen lasse. Deswegen hatte ich das nicht mitbekommen, dass da rechts oben die übrigen Überlebenden und noch das mit dieser Zonenverkleinerung angezeigt wird. Ich hoffe, links oben, da wird zwar, glaube ich, die Minimap angezeigt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Aber ich denke, das ist weniger dramatisch. Hoffe ich. Weil ich mag das selber immer nicht, wenn die links oder rechts unten angezeigt wird. Falls das so auch nicht hinhauen sollte, da überlege ich mir dann nochmal was anderes. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, sind schon wieder fast 100 Leute dabei. Wunderbar, Match geht auch gleich los. Sind direkt ein paar Schießwütige unterwegs, ne? Einhauen. Boah. Oh, okay. So, los geht's. Wunderbar. Warum gehen eigentlich so viele direkt am Anfang runter? Um eventuell schnell Kills zu machen oder halt einfach andere? Ich schreck jetzt hier mal aus. Oder einfach früher unten zu sein, um so schnell wie möglich Loot einzusammeln. Ich versuche jetzt mal da hinten hinzukommen. Oder da so hin zu den zwei, drei Häuschen, die hier vorne stehen. Hoffnung, dass hier keiner ist. Sieht ganz gut aus. Ah, okay, der öffnet den Fall schon mal automatisch. Gut zu wissen. Hatte ich mal irgendwo in den Optionen gesehen, dass man das, glaube ich, ausstellen kann. Da hinten kommt direkt einer runter. Mit Schlag getötet. Nochmal einer mit Schlag getötet. Ah gut, ich bin doof. Die Minimap ist rechts unten, also links oben. Wird theoretisch nichts Wichtiges angezeigt. Ich denke, da ist die Webcam besser aufgehoben. Warte mal, ich muss mal ein bisschen lauter machen. So. Oh, ein Verband. Oh, hier wird direkt irgendwo rumgeschossen. Ich habe gerade direkt schon wieder was gehört. Aber ich bräuchte wenigstens... Oh, ein Erste-Hilfe-Koffer. Ha! Sehr gut. Bringt mir alles nur nichts, wenn ich keine Waffe habe. So, oh, das sieht doch gut aus. Eine Schrotflinte. Hm. Ich mag die Schrotflinten ehrlich gesagt eher nicht so sehr. Ah, da ist doch eine kleine Uzi. Sehr gut. Da hat jemand eine Tür geöffnet. Hat jemand gerade irgendwo eine Tür geöffnet?
Was ist denn das Rote? Achso, dass ich da nicht schießen kann, okay. War vielleicht in dem Gebäude hier. Bin mir sicher, dass da einer die Tür geöffnet hat. Geht schon los mit dem Paranoid-Sein. Da drüben liegt, glaube ich, ein Revolver. Das macht ganz schön Lärm, wenn der die Waffe nachlädt. Ich lasse den mal drin. Finde ich ganz geil. Hat bestimmt ordentlich Bums. Was ist das denn? Ah, taktisches Laservisier, Schmerzmittel, Blendgranate. Ich glaube, so eine habe ich schon dabei. So viel Kram brauchen wir doch meistens eh nicht, oder? Wo müssen wir denn eigentlich hin? In die Richtung. Ist denn eigentlich die Sichtweite, in der ich andere Spieler sehen kann, für jeden gleich, egal welche Grafikeinstellung? Ich weiß bloß, dass es wohl nichts weiter bringt, sich im Schatten zu verstecken, weil man die Schatten auch deaktivieren kann und somit das für den einen oder anderen Spieler vielleicht gar nicht zählt oder nichts ausmacht, wenn ich mich im Schatten verstecke. Der hat seine Schatten ausgeschaltet und sieht mich halt dann trotzdem. So, der Spielbereich wird gleich verkleinert. Ich dachte, ich hatte gerade noch mal was gehört. Ich glaube, länger darf man das Spiel gar nicht am Stück zocken, oder dass man nicht wirklich selber doof wird. So, gleiche Taktik wie beim letzten Mal. Einfach den Weg zur Mitte so ein bisschen durchbahnen. Okay. Gehen wir einfach mal in die Richtung weiter. Da kommen wir zu so einer kleineren Stadt. Sind eigentlich noch weitere Maps geplant oder bleibt das hier die einzige? Ich verfolge da den Entwicklungsstatus nicht so genau. Ich weiß nur, dass die regelmäßig patchen und Updates raushauen. Irgendwas mit Zombies irgendwann mal vorhaben, hatte ich letztens mal was gelesen. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal auch direkt am Anfang mit rausspringen.
Da ist wahrscheinlich die Chance deutlich größer, dass ich direkt getötet werde, aber vielleicht auch größer eine Chance oder eine größere Chance, dass ich dann nochmal ein paar mehr Leute abschieße. Na gut. Also eine Schutzweste wäre ganz geil. Hier links von mir ist dieser rote Bereich, in dem gleich die Bomben runterkommen. Da nehme ich mal ein bisschen Abstand lieber. So, die Hälfte noch am Leben, 50 Leute. Okay, da geht's los. Kann ich natürlich ein bisschen rennen, wenn die so einen Krach machen. Da hören die anderen mich dann auch nicht so gut. Da steht ein Auto. Wäre möglich, und da unten ist auch eine Tür offen, dass da vielleicht gerade jemand angehalten hat und sein Auto dort noch parkt. Wollen wir dort mal hingucken? Oder das ist gar nicht zum Fahren, aber es sieht so aus, als ob jemand hergefahren wäre und sich dann erstmal hier reingeschlichen hat. Dann probieren wir das jetzt auch.
Hier wäre Benzin, falls das Auto was braucht. Sehr, sehr nah an mir dran. Raus aus dem Gebäude. Shit. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungeil, hier rumzurennen. Aber ich muss unbedingt von hier weg. Ich schaue jetzt, ob das Auto noch fährt. Da hat gerade jemand einen Schuss abgegeben, aber ich glaube nicht auf mich. Nice. So, jetzt hau ich hier ab. Nicht so geil. Shit. Oh, voll im roten Bereich. Erste Mal, dass ich jemanden überfahren habe. Tut mir leid an denjenigen, aber es bullt sich einfach an. Oh, der springt sogar. Fährt sich aber ganz geil, muss ich mal sagen. Aber echt erstmal raus aus dem roten Bereich. So. Okay, jetzt geht's da hinten auch los. Läuft hier noch irgendwo einer rum? Da. Oh Gott, ey. Das sind wir nicht bei GTA. Also ehrlich. Freut mich trotzdem ein bisschen. Mähe ich sie halt alle mit dem... Oh. Sehr gut. Mit dem Auto nieder. Der war aber auch sehr auffällig mit seinem orangenen Oberteil. Thank you.
Meine neu bevorzugte Waffe, der Dacia. Wir stehen schon ganz gut da. Mit dem Auto. Mitten auf dem Feld. Auf dem Hügel. Noch 19 Leben. Kommt einer, da. Ich weiß halt nicht, ob ich mit meinen Waffen gegen so ein Auto was ausrichten könnte. Wo ist er denn hin? Da, da ist er. Ah, fuck. Mist. Ach, Mann. Schade. Na gut. 13. Auch nicht schlecht. 2 Kills mit dem Auto. Immerhin. Sehr gut. Bin ich zufrieden. Ja. Verlassen wir das Match. Das war ganz witzig mit dem Auto. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.